Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel bei LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Systeria. In der letzten Folge haben wir Pendrago erreicht. Nach sehr langer Zeit. Und wir haben Sergei getroffen und der hat uns zum Ritterturm eingeladen, von dem ich keine Ahnung habe, wo der sein könnte. Ich nehme an, entweder da oder da. Obwohl. Burg. Ich werde nicht mal versuchen, das Wort auszusprechen. So. Da haben wir eine Quest. Name Kräuter. Bleibt denn alle draußen, wenn das regnet? Geht doch rein, da ist schon warm und trocken. Ich mag ja Regen. Ich mag es, wenn es am Abend regnet, so wenn ich schlafen gehe. Mache ich immer schwer Fenster auf, damit ich den Na, Regen na, lauschen kann. Bruder. Ich finde, da kann man richtig gut einschlafen. Aber das bin wahrscheinlich nur ich, ne? So. Komisch, diese Ausrufezeichen-Dinger geben mir aber irgendwie nie direkt Quests. Die sagen mir wahrscheinlich wieder nur, was, wo ich irgendwas machen kann. Wahrscheinlich irgendwann in Zukunft, irgendwann mal. Irgendwie so. Manchmal sind hier echt so Ecken, wo gar nichts ist, ne? Mag ich ehrlich gesagt nicht so. Halt, ist da was? Nee. Warum tut mir der Hals jetzt schon weh? Ich habe gerade erst nur die letzte Folge, die 30 Minuten aufgenommen. Und ich. Ach, so ein Ding wieder. Und mir tut jetzt schon der Hals weh, nach einer halben Stunde. Da habe ich letztens irgendwie so 6 Folgen Fallout 4 aufgenommen, also 3 Stunden. Und da hatte ich nichts am Ende. Jetzt tut mir jetzt schon der Hals weh. So. Ach ja, ich habe eine neue Karte erstellt. Abenteuerkarte, um die Hauptstadt halten. Verstehe es nicht. Ich werde mal vielleicht in dem Park irgendwie nachgucken, als ich ihn zum ersten Mal begegnet bin. Was genau diese Karten machen, ich habe nämlich keine Ahnung. Er wird wahrscheinlich nicht schaden, wenn ich von jedem hier eine Karte kaufe. Da ist der Ritterturm, okay. Dann gehen wir da nicht hin. Sehr schön. Hier wird noch irgendwas Großes passieren, wahrscheinlich, ne? Nicht irgendwie ein Skyrim, Jan. Wer ist die Stadt nochmal? Winterfeste? Ist auch irgendwie so ein Gebiet, so ähnlich aussah. Oh, hi. Ja, hier kann ich sehen, dass das eine Goldruhe ist, aber. Ah, Anna. Oh, mein Gott. Allerdings bin ich so, jetzt muss ich noch mal da nachgucken, so gründlich, ob da irgendwas ist. Nee. Kann ich hier nicht irgendwie abprüfen oder so? Popo. Nein. Ja, doch, ich habe immer noch was hier verpasst. Man muss irgendwann mal so. Obwohl, vielleicht hier dieses eine Gebiet ja, wo Heldav war. So als Zwischengebiet. Aber da konnte ich ja schlecht irgendwie was erkunden. Und wo kam ich von da an? Ja. Dann gehen wir da lang. Ich glaube, ich warte auch. Ich habe mal irgendwann die ganzen Gebiete, wo ich. Hallo. Wo ich, nicht hingehen konnte, erkunden. Also fähigkeitenmäßig mit dem hier zum Beispiel. Weiß ich nicht, ob man immer so früh wie möglich machen, weil dann sind die Sachen, die man wahrscheinlich bekommt, wertvoller. Aber ich kann auch warten, bis ich alle Sachen hier ab. Als Erde und Wasser. Das ist wahrscheinlich auch noch irgendwie so als Effekt. Dann ja, warten wir sich alle ab, aber ist dann auch irgendwie doof, ne?
Setzt euch aber jetzt in Einstimmung für das Warum gibt es Problem. Blum. Ich meine, wenn ich alle Sachen habe und dann nachgucke, dann sind wir schon fast am Ende des Spiels, nehme ich an, ne? Und dann bringen wir die Sachen vielleicht auch nichts mehr. Deswegen soll ich so früh wie möglich über die ganzen Orte abklappern. Wo wir Edna begegnet sind, da waren ja auch so einige Orte, wo man einfach so hinspringen konnte, sag ich mal. Und da ist ein Norman. Geysir. Ja. Alles geben, wenn ich mal wieder ein Herrscher des Landes irgendwie hier treffen könnte. Ich habe so viel Essenssachen, die ich nicht loswerde jetzt. Ich finde nur Dreck in den Thron in letzter Zeit. Deswegen also so viele Sachen jetzt schon zu essen. Die stapeln sich immer weiter hoch. Ich benutze sie sowieso nie. Also ein Herrscher des Landes wäre nicht schlecht. Hallo Monolith. Für die Amortisierung gibt es keine zeitliche Beschränkung. Wenn deine Schadensanzeige geht auch leer ist, wird sie erst wieder aufgefüllt, wenn du erneut amortisierst. Deine Stoßanzeige wird im Normalzustand auch schneller wieder aufgefüllt. Wenn deine KP gut sind, sind aber deine Stoßanzeige leert. Kehrst du am besten in den Normalzustand und drück, um sie wieder aufzufüllen. Sag mir nicht, was ich zu tun und zu lassen habe, Mann. Da seht ihr, ich krieg immer mehr Sachen. Stapeln sich immer weiter an. Das ist irre. Das ist irre. Ja, geh mal nicht da rein. So. Und dann haben wir kommen. Da ist noch irgendwie so ein kleines Gebiet, aber haben wir glaube ich noch nicht. Ja. Ja, okay. Dann gehen wir zum Ritterturm. Wo Sergei mit uns redet. Uns wichtige Hinweise für den Plot gibt. Eine Karte habe ich echt aufgeschmissen. Ich meine, da oben ist eine Karte, aber trotzdem. Ihr wisst doch, was ich meine, oder? Da ist eine Truhe. That's a duck. Okay. Ich krieg auch keine Sachen, die irgendwie Erfahrungspunkte geben, oder? Also wenn ich wenigstens so Sachen hätte, die Erfahrungspunkte geben würde, dann würde ich die auch einsetzen, aber Sachen, die nur so prozentuale Steigerungen geben in einen Kampf, bringt mir irgendwie nichts. Also los. Wer hat's gedacht? Ein Turm voller Ritter. なんとかなった。教会に入る手続き。教会は。なん。先ほどの事件の後では警戒されるだろうな。警戒は元からでしょう。今更関係ないんじゃない。そうだよな。やましいことはないし、行ってみよう。ルセさんがいらしてから。 スレイさんの積極さに磨きがかかった気がしますわね。心配する方の苦労も倍だけど。世話をかける。決めたのは俺だから。それに教会の中の神殿を見るのも目的なんだ。貴公はどこか教皇様を思い起こさせる。あの方も人のために身を惜しまぬ方だった。無駄な苦労好きなのね。そう。What? 宿を用意した。天族の方々も今晩はゆっくり休んでもらいたい。ですが団長、潜入したボリスが連絡を絶ってもう3日です。急いだ方が。ボリスって？この長雨で食料事情は良くないが、ペンドラゴン名物のドラゴ鍋を用意させよう。心配ではないのですか？たった一人の弟でしょう。 これ以上自分たちのつけを
気候らに背負わせたくないもの。今は体を休めてくれ。セルゲイさんのお言葉に甘えましょう。わかった。ありがとう。Oh, was war das nochmal mit deinem Bruder? Also, ob das nicht nochmal irgendwann zur Sprache kommt, ne? So, hä? Ah, sprechen, ne? Ja. Geht so, ist das? Ich hab mich schon ausgeruht, ey. Warum tun die immer so Gasthaus, Aufenthalte mir anbieten? はい、帝国の騎士団を率いるには正直すぎる気もしますけど。だな、ちゃんとやれてるのかな。他人の心配してる場合じゃないと思うけど。Ich bin nicht falsch gegangen. Warum tun mir alle Gasthausaufenthalte anbieten, als ob ich nicht selber irgendwie ins Gasthaus gehe? Ist mal ganz ehrlich.Ja, ich bin, glaube ich, schon zwei, dreimal irgendwie ins Gasthaus gegangen.食べれる時に食べとく主義なの。子供の時から仕込まれたんだ。戦士の鉄則だって。戦士。戦士。ロゼたちは暗殺ギルドだろ。Seid du was? 昔は違ったんだよ。私たち前は傭兵団だったんだ。大陸一なんて呼ばれた。傭兵団。先に休むね。明日は仕事だし。ロゼの傭兵団って、もしかして前にデゼルが言ってたやつ？風の傭兵団だったね。聞いたことがありますわ。たった100人で2万の大軍を敗走させ、一晩で3つの城を落とすほどの力を持っていたとか。ああ。主にローランスに雇われて活躍した伝説的な傭兵だ。めちゃ強じゃないか。その上真偽に厚く、当時のローランス皇帝も右腕として頼るほどの存在だったはずですが。確かにそうだった。だがローランス皇帝が裏切りやがった。俺の仇とつるんで。ローランス皇家が兵馬と組んでるだって。驚くほどのことか。いや、人と兵馬は別の存在じゃないんだしな。はい、むしろ表裏の関係と言っていいでしょう。むしろ通気教の力が兵馬のものだとしたら辻褄が合う。ロゼが裏口から外に出た。目を離すところだ。おい、デゼル。Warum? まさか暗殺依頼があったのか。どなたを？ロゼさん一人で？どっちにしろまずいよ。Kann ich die verpassen, ja? Also da.Ach man, warum müssen die Charaktere immer auf eigene Faust handeln? Ja, was verpasst? Mein Gott, was ist denn los? Was ist los mit dir? Schlag mich. Tsch, tsch. Okay. Was? Nein, Rose, nicht töten. Rose, Koso, warum ist denn so hier? Tada no Sanpo.なんか食べ過ぎちゃって。ったく、本能のまま動くんじゃない。
誰かを暗殺する気なのかと思っちゃったよ。するよ、依頼あったし。戦いを起こしたやつを殺してくれって。この前の戦争で息子を亡くした人から。今回の侵攻は1年前に皇帝に進言されてた。マシドラ教皇の名でね。まさか教皇様を？待て、教皇は名前を使われただけじゃないのか？行方不明なんだから。そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。微妙だからね、失踪した時期と。そこはよく調べなきゃ。もし調べた結果が悪ならやる。Schlitz mir ihn auf. それが風の骨だよ。相手が教皇でも、教皇でも皇帝でも同志でもね。あれ、私なんか変なこと言った？そこまで言い切って聞かないでよ。もちろん見境なく殺すわけじゃないよ。どんなやつかちゃんと確かめてから。うん、よくわかった、ロゼのこと。そうならいいけど。僕もわかった気がするよ。ロゼが汚れを生まないわけが。スレイの身に変なやつ。もうJedes Kommentar von ihr, ne? Sergei-san の話とは印象が違いますよね。大国の指導者だよ。一筋縄じゃいかない男なんだろうね。Okay. Hier in den Schreinkirche rum. Die ist bestimmt hier, ne? Ich gehe wieder vollkommen falsch, oder? Ist ganz bestimmt nicht hier. Doch. Ha! Ne, warte mal, da ist er gar nicht. Hier. Hier ist es. Serie ist sehr, also das Spiel ist sehr mittelaltermäßig angelegt, fällt mir jetzt erst auf. Viele Kirchen, Burgen und all sowas, Schlösser. Irgendwie schon, ne? Da ist nix. Da ist auch nix, okay, bleibt. Irgendwo hier zwischen, ne? Wo, glaube ich, ehrlich. So, El Papst, Alter. Saiko no Chikara o Motsu Gonin no Tenzoku. Godaishin no Namae o Zenbu Ieru Kana? そう。そして最後の大神はこの教会神殿に祀られている。マーケル！そう、マオテラス様はグリーンと大陸のすべてに加護を与えてくださる天族ですね。教会神殿にはマオテラスが祀られているのか。五大神と超大物が出てきた。マオテラスなら、サイカの剣手に対抗する方法を知ってる可能性は高いよな。そんなすごいやつなんだ。なんたって五大神の筆頭だからね。スレイさんですね。ようこそ、ローランス本部教会へ。お話は伺っています。どうぞ奥へ。OK。Aber leider hat natürlich wieder komisch darauf reagiert. Also wird es damit irgendwann auf sich haben. Irgendwas Tragisches ist passiert, ne? Ja,
das speichern. Ich will das speichern. Du! Ja, stimmt, da müssen wir auch noch machen. Da war ja was. Doshi no hiyoku. Honmono kana? Kana kana kana. Higurashi ga naite imasu wa ne. Honmono ppoi ne. Ah, ich mag nicht, wenn sie so benehmt. Bunshou ni natte nai. Kitto angou nan da. Hiyoku tte iu kurai dashi na. どこかに解読のヒントは。あの、これ何て書いてあるの？わかりません。この碑文は暗号で記されていて、その解読法は代々教皇様だけに伝えられるのです。教皇様に読んでもらわないとダメってことか。どうですかね、パプス。バ。 あね。 Verdammt. Ach, jetzt könnt ihr rennen. Heldalf. Bist du? もうお帰りですか、ローランス教会枢機卿フォートンです。この領域はあなたが。ここまで動けるなら合格ですね。その力を私に預けませんか。民のために。ハイランドでも同じこと言われたよ。 バルトロのような俗物と一緒にされるのは侵害ですね。俗物っぽいセリフだよ、それ。少なくともそんな挑発に乗る程度ではありません。一本取られた。私の願いはただ一つ。帝国がこの最悪の時代を乗り越える。 それは民の結束なしには不可能でしょう。しかし、愛国心のみでそれを行うにはローランスは巨大すぎる。どうしよう。古来より国家が何をもって民をまとめてきたか知っていますか。信仰かな。そう。人は 心の救済のために最も尽くし、価値観を違える集団に対し最大の結束を発揮します。つまり我が教会こそがローランスの要にふさわしい。それがあなたの考えなんだ。民を導く者としての理念です。同志の名と力が加わればより多くの民を救うことができるでしょう。なら騎士団と協力すればいい。それが一番みんなのためになるだろう。私の意に従って働くというなら喜んで迎え入れますよ。たとえ教皇が逃亡したとも知らぬ愚かな騎士団や。教皇が逃げた？あんたが監禁してるんじゃないの？ いいえ、教皇や、マシドラは自ら逃げたのです。帝国と信徒への責務を全て投げ出した。そのような男をどう思いますか。無責任だと思う。本当なら。そうでしょ。なのに騎士団のように そんな卑怯者を未だに信奉する愚か者が多い。結束のためにはマシドラを見つけ出し処罰する必要があります。処罰？そう。
私を疑う無礼者どもに与えたのは同じ罰。それは困るな。教皇様には碑文の意味を教えてもらわないといけないんだ。必要ないでしょ、協力するのなら。どうしても知りたいんだ俺は。わかりました。つまり私の理念を。体が拒否するのですね。スノーマン、スノーマン、行くぞローズ。Na, McLeod hat einen besseren Stab. Okay, das war cool. Meine Gebiete zu überwinden und den Tenzoku zu besiegen. Tanoshimi, ne? Ich traue der Dame nicht. Sie ist eindeutig böse. Spektralmantel. Drücke links, um den Spektralmantel zu wirken und unsichtbar zu sein. Oh, cool. Du kannst dich an Hindernissen vorbeischleichen, die durch Sehkraft Bewegungen erspüren und unerkannt an Feinden vorbeihuschen. Nimm ihre Sehkraft finden, die dich mit deiner Sehkraft finden. Wenn du wasserempfindliche Pfeil triffst, kannst du am Kampf Vorteil verschaffen. Sehr cool. Was ist das? Leim's Kurama. Das ist ein 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 Kurama. Unentdeckt, nehme ich an. Okay, cool. Soll ich nur noch die Erdfähigkeit? Damit wir wahrscheinlich diese ganzen Felsen hier wegsprengen können, ne? Ja, sagen, ich gehe zum Speicherpunkt und Speicher. Das war schon wieder zu viel Action. Wo ist denn jetzt mein Essenseffekt? Sieht man nicht. Bah! Okay, diese Braut waren wir schon nicht geheuer, als ich die gesehen habe. Ich möchte mal draußen gehen und speichern. Kann ich wahrscheinlich auch nicht, ne? Okay. Ich kann ja nicht raus. Ich glaube nicht, ne? Ah, Sonne eines Strandes. Boah. Gibt es hier irgendeinen Speicherpunkt, den ich benutzen kann? Wenigstens. Ich mag es nicht, eine Aufnahme zu beenden, ohne speichern zu können. Ich mag es nicht. War da irgendwo einer, oder? Aber ich sehe auch, dann komm, die nächste Aufnahme funktioniert nicht, dann kann ich das hier wieder alles spielen und ja. Ja, scheint aber keiner hier zu sein. Da drinnen war einer, aber da wurde ich auch rausgeschmissen. Sonnendreck. Ausfällt war glaube ich auch nichts, ne? Ich ja schon? Ja, ne? Okay, dann beende ich den Part hier, würde ich sagen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir in den Ritterturm reingehen. Und ich nehme an, wieso gehen wir überhaupt da rein? Weiß ich nicht. Jedenfalls, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.